Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Plugin-Tutorial, und zwar heute mit dem Plugin Animated Menu. Und zwar mit diesem Plugin könnt ihr animierte Menüs erstellen, die ihr dann mit einem Item oder Command öffnen könnt. Ja, Animated Menu Title, Animated Display Names. Also ihr könnt unendlich viele Menüs machen und jedes Item unterschiedlich animieren. Also dort habt ihr dann keine Begrenzung. So, Zusatzplugins sind Placeholder API. Habe ich auch schon mehrmals, glaube ich, in den anderen Tutorials erwähnt. Damit könnt ihr viele weitere Placeholder hinzufügen und die in diesem Plugin dann nutzen. Dann haben wir Vault für geldliche Angelegenheiten, zum Beispiel mit Economy. Und Player Points, das ist so ähnlich wie Vault, aber noch mein eigenes Bezahlsystem, so in der Art halt bloß mit Punkten. Hier haben wir noch zwei Placeholders, also wenn Placeholder API installiert ist, dann werden diese beiden auch aktiviert. Und ja, kommen wir zu den Commands. Wir haben Animated Menu als Standard Command. Das heißt, es kommt immer als erstes und es zeigt euch Displays, zeigt euch die Hilfe an, also alle anderen Commands. Dann haben wir hinten dran, also Animated Menu Open und dann euren Menü-Namen. Damit könnt ihr halt ein spezielles Menü öffnen. Dann Reload, lädt das Plugin neu und Item und dann den Menü-Name. Ihr könnt nämlich für jedes Menü ein spezielles Item zum Öffnen festlegen und das kriegt ihr dann damit. So, so ist es auch mit den Permissions. Es kommt immer als erstes Animated Menu und danach haben wir dann Command.help. Das erlaubt euch einfach standardmäßig den Animated Menu Command zu benutzen. Dann haben wir Command.reload, erlaubt euch den Reload Command zu benutzen. Command.open erlaubt euch ein Menü zu öffnen, also dieses, den Menü öffnen Befehl. AnimateMenu.open erlaubt euch ein Inventar mit Hilfe eines Items zu öffnen. AnimateMenu.economy.bypass erlaubt euch zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit Vault und Economy für ein Item einen Preis von 320 Euro, sage ich mal, einsetzt und ihr diese Permission habt, braucht ihr nichts bezahlen. Das wird euch nicht von eurem Konto abgezogen. Ihr kauft das für umsonst. Das gleiche auch bei Animated Menu.points.bypass wirkt genau das gleiche, bloß mit Player Points. Also dafür braucht ihr Player Points für diese Permission und für die andere Permission braucht ihr Vault und ein Economy Plugin. So, das war es auch schon grundsätzlich dazu. Es gibt noch eine kleine Wiki an GitHub und damit könnt ihr nochmal euch mehr beschäftigen. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel Setting Up Menu, Setting Up Item Commands, Menu Items und so weiter. Also wenn ich damit nochmal sehr genau alles langsam durchlesen möchte, kann sich das alles angucken. Ja. So, dann danach ladet ihr das Plugin herunter. Und wenn ihr das getan habt, macht ihr das zu. Und zieht es auf euren Desktop. Ich habe jetzt hier die Datei, unseren Testserver und eine YouTube.yml. Darauf komme ich später zurück. Danach öffnet ihr euren Testserver. Habe ich hier gemacht. Und schiebt die Datei in euren Plugins-Folder. So, dann starten wir das einmal. Hier habe ich auch jetzt unsere Startdatei von meinem letzten Tutorial. Jetzt sehen wir auch schon hier oben. YouTube-Tutorial. Werde ich nochmal in der Beschreibung verlinken. Aber reicht jetzt auch mit Eigenwerbung. So, hier sehen wir jetzt auch schon Animated Menu, Loading Animated Menu und hier auch nochmal. Animated Menu, Loading Menus, Loading Example.yml, Loading Shop.yml. So, dann stoppen wir die einmal, den Server, und gehen in unseren Plugins-Ordner. Hier haben wir jetzt Animated Menu. Einmal ein Image-Ordner, der ist leer, da brauche ich auch nicht weiter interessieren. Und die Menus. Ich gehe jetzt einmal kurz auf die Datei, die ich auf dem Desktop habe. Und zwar,
Jedes Menü. Wir haben hier zwei Menüs, einmal Shop und einmal Example. Das heißt, später, wenn ihr den Command Animated Menu Open und dann Example eingibt, dann wird er diese Datei öffnen. So, ich habe mir auch eine gemacht. Die werde ich auch in der Beschreibung verlinken zum Download. Und das ist die YouTube-URL. Ich öffne die einmal. Und hier sehen wir jetzt schon, der Name vom Inventar ist YouTube. Und das Item, womit ihr das Inventar öffnen könnt, ist ein Goldblock. Hier haben wir dann auch schon den Namen von dem Item und man könnte noch eine Lore dazu schreiben, habe ich auch gemacht. Dann heißt dann Click Me. Wenn ihr auf das Item benutzt und das Inventar geöffnet wird, ertönt der Arrowhead, das ist einfach ein Sound. Und dieses Inventar hat ein oder dieses Menü, ich sage Inventar, Menü ist das gleiche, hat eine Reihe. Das optionale Command, um das zu öffnen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel andere Plugins nutzt oder euer eigenes und der Spieler das immer am Join öffnen soll, mit diesem könnt ihr ihm dieses sollen dieses Command ausführen und dann öffnet er das. So, grundsätzlich haben wir einmal einen relativ einfachen Aufbau. Und zwar, wir haben einmal die Itemliste. Hier sind alle Items, die im Inventar vorhanden sind, aufgelistet. Und dann geht's weiter. Item 1, Item 2, Item 3. Und ich werd jetzt erst einmal ein Item erklären und danach wiederholt sich der Aufbau immer weiter. Deswegen. Und zwar nehme ich jetzt zur Veranschaulichung Item 5. Das ist schon etwas komplizierter. Und zwar, Slot ist in welchem Inventarplatz ist. 5 ist genau die Mitte. Von 1 bis 9. Der Name für dieses Item habe ich YouTube-Item genannt. Ihr könnt hier auch Color Codes nutzen und 6 ist jetzt Gold und fett geschrieben. Und jetzt kommen wir schon zum animierten Material. Material könnt ihr ganz einfach, indem ihr das als Auflistung macht, das heißt, ihr schreibt 1, dann schreibt ihr das Item dahinter, dann Doppelpunkt, dann wie viel und dann Doppelpunkt, falls ihr ein Data Value habt. Das kann man zum Beispiel bei Scheiben, gibt es ja ganz viele verschiedene Scheiben und dann wäre es zum Beispiel, wenn ihr eine normale Scheibe habt, also eine weiße Scheibe, ist es 0, wenn ihr eine rote Scheibe haben wollt, ist es 14. Und das ändert ihr hier hinten mit diesem Wert. So, da es für Goldblock aber nur einmal gibt, kommt dann 0. Das heißt, beim ersten Mal, wenn ihr das öffnet, zeigt der Goldblock an. Denn nach einem Frame Delay, das heißt einfach nur eine Verzögerung von dem Wechsel der Items, was ich hier in dem Fall 20 habe, zeigt er nur nach Stein an als Item und danach den Diamond Block. Und dann geht es wieder hier oben los. Und das immer als Endlosschleife. Das gleiche könnt ihr auch bei der Lore machen. Und da habe ich in dem Fall aber nur eine gelassen, das heißt, er bleibt immer bei 1, das heißt, er wechselt nicht. Und ja. Und ich habe ein Command hinzugefügt, das könnt ihr auch machen. Commands habe ich bei und bei 64. Das ist einfach nur einmal normales Kaufkommando, einmal größeres Kaufkommando. Und zwar dazu gibt es auch wieder welche Eigenschaften. Also man, ihr merkt schon, es ist sehr komplex, das Plugin. Deswegen, ich versuche es gerade möglichst kurz zu erklären, aber es ist doch sehr groß. Deswegen werde ich aber auch diese Datei nochmal hochladen, damit ihr euch die immer angucken könnt und als Beispiel nehmen könnt. Haben wir ClickType, heißt nur mit welcher Maustaste ihr darauf klickt. Das heißt, wenn ich Right mache, müsst ihr mit der Rechtstaste auf das Item klicken, ansonsten Left, damit ihr das Kommando ausführt. Shift-Click ist nur, wenn ihr Shift gedrückt haltet und dann klickt. Damit könnt ihr halt unterschiedliche Kommandos auf einem dasselbe Item machen. Zum Beispiel habe ich hier. Wenn ich normal mit der linken Maustaste auf dieses Item klicke, dann soll er broadcasten, das heißt, er sendet eine Nachricht an alle Spieler und an die Konsole. Du hast einen Stein gekauft, you bought one stone. Wenn ich jetzt aber Shift drücke, dann soll er sagen, also auf ihr broadcasten, you bought one diamond. Das ist der Unterschied. So. Das ist eigentlich auch schon die grundsätzliche Erklärung von dieser Datei. Ja, dann können wir das schließen. Ich habe die Datei jetzt hier hinzugefügt. Wir starten unseren Server wieder.
Das werden wir auch gleich sehen. Das Leder ist alles durch. Jetzt sehen wir schon, loaded YouTube.yml. Er hat es erkannt. Jetzt gehen wir in unseren Minecraft-Ordner. Minecraft. Und schauen im Localhost. Logging in. Und wir sehen schon eine Welt. Okay, jetzt kommt der Shader-Nachricht. Das können wir aber erstmal ignorieren. Und jetzt geben wir slash animated Menu ein. Jetzt sehen wir auch schon animated Menu Bindestrich help. Und dann haben wir schon open, item und reload. Ich habe jetzt OP, deswegen kann ich jedes Kommando nutzen. Und zwar, ihr könnt jetzt open und dann YouTube haben wir das ja genannt. Und eröffnet er das YouTube-Inventar. Und wir sehen jetzt auch schon YouTube. Der Stein, der das YouTube-Item, was immer wechselt. Sehen wir auch schon Lower Left Click to Receive One Stone, Shift Left Click to Receive One Diamond. Und auch der goldene Name. Er wechselt auch die Items immer durch. Und hier habe ich zum Beispiel immer, das sind vier Items, das sind nochmal vier Items und immer mit zwei verschiedenen Materialien und zwei verschiedenen Laws gearbeitet. Deswegen kommt immer Hi, YouTube. Hi, YouTube. So, jetzt können wir das aber natürlich auch mit dem Item machen. Was ich noch schöner finde, jetzt gehen wir auch wieder ein. Animated Menu, Item, YouTube. Jetzt sehen wir schon. Oh, wir haben einen Goldblock erhalten. Oha. Gucken wir rauf. Open the Custom YouTube Menu. Das, was wir wollten. Rechtsklick. Und es hat auch das gleiche Inventar geöffnet. So. Wenn wir jetzt. Ich mache jetzt einmal einen Left-Click. Sehen wir schon. You both want stone. Wenn ich jetzt aber Shift drücke und einen Left-Click. You both want diamond. Und das ist eigentlich auch schon grundsätzlich die Funktion dahinter. Deswegen, ihr könnt alles Mögliche animieren, ihr könnt euch da komplett austoben. Es ist zeitaufwendig, auch recht komplex, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr könnt damit wirklich wunderschöne Sachen machen. Das ist jetzt nur ein ganz simples Beispiel. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Oder abonniert mich, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Hilft mir und freut mich immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Plugin Review/Tutorial. Bis dahin, Leute, haut rein. Ciao.